Hi und herzlich willkommen heute mal wieder bei uns aus dem Garten in Kalifornien, also in Los Angeles, zum Thema, warum Esssüchtige keine Diäten einhalten können und das auch nicht sollten. Denn es geht ja zum 15. April, mein Raus ist so lustvolle Programm, das Geleitete wieder los und am 15. März gibt es ein Webinar zum Thema Essen als Sucht. Hilfe, ich kann nicht aufhören. Esssucht und emotionales Essen verstehen und überwinden ist der Titel. Dafür kann man sich anmelden unter www.silke-rosenbusch.de/esssucht und erfährt da noch mehr zum Thema Esssucht. Aber auch in den nächsten paar Videos hier wird es nochmal darum gehen, wie gesagt, damit diejenigen, die sich davon angesprochen fühlen, eine Idee dafür kriegen, was ich mache, und vielleicht ist ja das Raus aus der Lustfalle Programm das Geleitete für die geeignet. Also, es ist vielleicht logisch, vielleicht auch nicht, dass Esssüchtige aus dem Grund keine Diäten einhalten können, dass Drogennahrung oft auch immer noch Diätnahrung ist. Das ist auch das, was ich an so Programmen wie Weight Watchers kritisiere, dass man von Drogennahrung immer noch theoretisch kleine Mengen essen darf, was die Betroffenen auch wollen, denn wer will schon komplett auf alles verzichten? Das Problem ist dann aber oft, dass sie das eben nicht können. Und dass sie es nicht können, das nicht können, wird noch schlimmer oder noch schwerer im Laufe der Diät. Was damit zusammenhängt, dass Hunger ja der beste Koch ist. Auch intermittierendes Fasten ist für Esssüchtige oder auch Essgestörte, selbst im klassischen Sinne, wir hatten das zum Thema Binge Eating, das verlinke ich euch nochmal hier, das Video, auch mit Maximilian Alexander Koch, der auch gesagt hat, bei Binge-Eatern gilt genau dasselbe. Intermittierendes Fasten ist da nicht gut, weil man in der Zwischenzeit, während man nicht isst, zu hungrig wird. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Irgendwann hat jemand eine Esssucht entwickelt und kann an gewissen Nahrungsmitteln nicht vorbeigehen. Und wenn er anfängt, die zu essen, verliert er die Kontrolle darüber. Viele kennen das, dass man, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade zu Hause hat, sich vornimmt, davon eine Rippe zu essen, die Tafel Schokolade wieder in den Kühlschrank zurücklegt, nimmt die eine Rippe mit vorm Fernseher, fängt an, sie zu essen. Und es dauert keine 5 Minuten, da denkt man, ich könnte eigentlich noch eine Rippe essen. Das. Und das ist der Anfang vom Kontrollverlust. Und irgendwann ist die ganze Schokolade weg oder die Chipstüte leer oder die Keksdose leer gemacht. Das ist der Kontrollverlust. Das haben viele Leute, wie gesagt, aber es gibt halt auch Leute, denen passiert das einfach permanent. So, und die werden in der Folge dann natürlich auch übergewichtig und die fangen dann an, das Symptom zu bekämpfen. Ähnlich wie die Diabetiker eigentlich. Mein Kurs www.silke-rosenbusch.de/diabetes, habe ich ja auch einen Kurs für. Der geht zum 18. März los, da kann man sich auch noch für anmelden. Ja, die Diabetiker bekämpfen halt ihren Blutzucker, den zu hohen Blutzucker, und das ist dann nicht die Ursache, sondern die Insulinresistenz ist die Ursache. Und bei den Übergewichtigen ist halt einfach häufig die Esssucht die eigentliche Ursache, und die wird mit keiner Diät behandelt, und das ist das Problem. Sie wird durch Diäten sogar noch verschlimmert. Es hat die amerikanische Psychiaterin Vera Tarmin, die hat ein Buch geschrieben namens Food Junkies, was ich auch sehr gut finde, gibt es aber nur auf Englisch. Die hat irgendwann mal auf ihrem Social-Media-Kanal gesagt, je mehr man sich aufs Abnehmen konzentriert, desto schlimmer wird die Esssucht, und je mehr man sich auf die Therapie seiner Esssucht konzentriert, desto besser nimmt man ab. Das ist das. Denn durch Diäten isst man halt weiterhin die Nahrungsmittel, die einen triggern, über die man dann die Kontrolle verliert. Und dann haben wir es mit dieser ganzen Spirale zu tun, diese ganze Abwärtsspirale. Man fühlt sich scheiße, man hatte wieder keine Selbstwirksamkeit, hat die Diät nicht durchgezogen, muss jetzt wieder, am Montag fange ich wieder an oder morgen früh fange ich wieder an, dieses Prinzip. Und die Schuld liegt nicht wirklich bei den Betroffenen, sondern die Schuld liegt an dem Nahrungsmittel, was kein Nahrungsmittel ist, weil es ist Drogennahrung, wie ich es nenne. Es manipuliert einen. Es manipuliert einen so, und genau so hat die Industrie es auch hergestellt. Es ist nur so gemacht worden, damit es einen manipuliert, damit man die Kontrolle darüber verliert. Denn wenn es doch so geil ist, dann kauft man es eben. Wenn man clever ist, dann kauft man gerade die geilen Sachen nicht. Weil, if it's in your house, it's in your mouth. Also wenn man es zu Hause hat, dann ist es noch schlimmer, dass man darüber die Kontrolle verliert. Nichtsdestotrotz fahren natürlich Esssüchtige auch bei 10 Grad minus mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens zur nächsten Tankstelle, wo sie schon im Bett lagen, weil sie jetzt gerade ihre Droge brauchen.
Also es ist nicht nur Kontrollverlust, wenn man es da hat, sondern es kann auch einfach durch irgendwas anderes getriggert werden. Durch schlechte Gefühle, durch schlechte Gefühle. Sei es Einsamkeit, sei es Langeweile, sei es Stress, sei es was auch immer einen da so triggert. In der Regel sind schlechte Gefühle. So, und die triggern einen dann. Und das Ganze ist eben nicht so schlimm, wenn man zwei Sachen berücksichtigt. Erstens, man hat diese einen manipulierenden Nahrungsmittel überhaupt gar nicht in seiner Diät, sprich, man übt sich in Abstinenz. Nicht notwendigerweise für immer, aber zumindest eine gewisse Zeit, damit man einfach mal spürt, dass man selbst nicht das Problem ist, dass man ohne diese Nahrungsmittel, diese Drogennahrungsmittel, ein völlig anderer Mensch ist, dass man eben dann nicht auf so dämliche Ideen kommt, wie nachts um 3 bei 10 Grad minus aus seinem Bett direkt zur Tankstelle zu fahren, um sich seine Droge zu besorgen, sondern dass man dann einfach denkt, ha, interessiert mich gar nicht. Ist ja krass, das interessiert mich einfach gar nicht. Ich kann daran vorbeigehen, es könnte bei mir hier auf dem Tisch stehen und das interessiert mich nicht. Und das ist eine Erfahrung, die viele Übergewichtige noch nie gemacht haben. Die glauben immer, es hängt muss mit wahnsinnig viel Disziplin einhergegangen werden, um daran vorbeizugehen. Wenn man aber das Zeug nicht mehr isst, braucht man überhaupt keine Disziplin mehr. Auch darüber habe ich schon diverse andere Videos gedreht, dass man auch ohne Disziplin abnehmen bzw. auf Süßigkeiten verzichten kann. Und das andere ist halt das regelmäßige Sattessen, was auch dazu führt, dass man alles in allem stabiler ist. Und das passiert eben bei den Diäten in der Regel auch nicht. Und beim intermittierenden Fasten eben auch nicht, dass man unterkalorisch ist. Oder dass man zu lange nichts isst, je nachdem, was man macht. Es ist immer noch das Diäthalten schlimmer als das intermittierende Fasten, würde ich sagen. Denn wenn man bei jeder Mahlzeit einfach drunter bleibt und nicht satt ist, dann in der Regel, also meine Erfahrung ist so, ich schaffe eine Diät 2 bis 3 Wochen durchzuhalten. Also eine Diät, wo ich mich nicht satt essen kann, wo ich bei einer bestimmten Kalorienanzahl aufhöre. Und dann erleide ich Kontrollverlust über Drogennahrung. Aus 2 Gründen, weil es Drogennahrung ist und sie gerade da war. Und auch, weil ich einfach hungrig bin. Und natürlich, unsere Evolution, unser Belohnungssystem, unser ganzer Körper ist genau so gebaut, dass wir, wenn wir hungrig sind, wenn unser Körper aus irgendwelchen Gründen nicht genug Kalorien bekommt, und das tut er ja in dem Fall nicht, wenn wir abnehmen wollen, wenn er dann irgendwo etwas Hochkalorisches sieht oder riecht oder nur daran denkt, es kann auch einfach nur irgendwo bei Insta sein oder sonst was, wo ihr dann Fotos seht oder im Internet oder bei YouTube, weiß der Geier was, dann geht eine Belohnungsspirale los, die geht schon vorher los, bei der Fantasie über dieses Nahrungsmittel geht sie schon los, die uns dann dazu motiviert, überhaupt erst dahin zu fahren, das zu kaufen und uns dann einzuverleiben, weil sonst würden wir ja nie auf die Jagd gehen oder würden wir nie, ich bin gerade irritiert, weil hier offensichtlich irgendjemand doch eine Waschmaschine benutzen kann, nur ich habe keine. Okay, sonst würden wir gar nicht erst losgehen. Also dieses Belohnungsding, das ist dazu da, dass wir unsere Art erhalten. Und wenn wir hungern, reagieren wir noch extremer. Und deswegen sollte man keine Diäten einhalten. Man sollte nur eine Ernährungsumstellung machen auf das richtige Essen. Und es kommt darauf an, was es eben ist. Jemand, der zwar übergewichtig ist, aber das Gefühl hat, er ist nicht esssüchtig, der kann auch einfach Nahrungsmittel mit niedriger Kaloriendichte auswählen. Und dann abnehmen. Ich habe schon mehrere Leute getroffen. In der Regel waren es Männer, die zum einen leichter abnehmen und zum anderen oft nur deswegen dick sind, weil sie einfach nur aus Bequemlichkeitsgründen, ne, zu Drogennahrung greifen. Und sobald die anständige Nahrungsmittel auswählen, nehmen die einfach so ab. Und wer aber esssüchtig ist, und das müssen tatsächlich nicht unbedingt nur Übergewichtige sein, es können auch dünne Leute sein, es können klassisch Essgestörten, Diät-Essgestörten sein, die müssen halt zumindest eine gewisse Zeit lang nur Nahrungsmittel auswählen, die sie nicht triggern. Und was einen triggert, ist hochgradig individuell. Manche Leute verlieren die Kontrolle über Roggenvollkornbrot, was an und für sich kein schlimmes Nahrungsmittel ist, aber sie können dann einen ganzen Leib davon essen. Andere Leute haben vielleicht sogar Probleme mit sowas wie roten Linsen oder Bananen, weil zumindest die Bananen dann auch süß sind und man kann so schön matschig und so weich, und die roten Linsen kann man auch sehr matschig weich kochen.
Also auch das, ich kenne auch Leute, die ein Problem haben mit Reis, obwohl das alles in der Regel nicht problematisch ist. Nicht problematisch sind normalerweise frisches Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und Gemüse. Sei es roh oder gekocht, das ist egal. Also und alles andere kann alles schon einmal ein bisschen geiler machen, sodass man dann zu viel davon isst. Ja, also Diäten sind der Teufel. Der Teufel. Wer lernen will, wie man abnehmen kann und sich aus der Lustfalle befreit, der kann sich schon mal schlau machen, wie gesagt, in meinem Webinar www.silke-rosenbusch.de/esssucht. Ich erhebe regelmäßig Daten von den Leuten, die an meinem Kurs teilnehmen, und in der Regel ist es so, dass die dann nach einem halben Jahr mit sich satt essen, wenn sie übergewichtig waren, also schon sagen wir über 100 übergewichtig, 20 Kilo abnehmen, wenn sie sich halbwegs nur daran halten. Wenn man nur leicht übergewichtig ist, nimmt man in der Regel in den ersten 3 Wochen mit satt essen um die 4 Kilo ab. Sogar schlanke Leute sagen mir manchmal, ich werde zu dünn, wenn ich immer so esse, wie die Challenge-Nahrung ist. Also das und das alles mit satt essen und nicht getriggert sein und kein Kontrollverlust und nicht an sich selbst verzweifeln, weil man Dinge macht, die man eigentlich gar nicht machen wollte. So, das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch hier oben nochmal das Interview mit Maximilian Alexander Koch zum Thema Binge-Eating und das andere zum Abhängigkeitssyndrom, warum man überhaupt erkennen kann, dass man vielleicht eine Abhängigkeit von Essen hat, das verlinke ich euch nochmal hier. Das war's. Ich sag ciao. Macht's gut. Schönen Tag aus. Jetzt wieder sonnig im Kalifornien. Wir hatten 2 Tage lang 48 Stunden am Stück Regen und 9 Grad. Das war schrecklich. Und ich mit dem Kleinkind in einer Einzimmerwohnung. So. Ja. Bis Donnerstag. Macht's gut. Eure Silke.